Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Menschen in Österreich, was bringt die Steuerreform 2022 und folgende Jahre? Sie bringt eine Entlastung im Bereich der Einkommensteuer dergestalt, dass der Steuersatz 35% auf 30% gesenkt wird und in einem weiteren Schritt der Steuersatz 42% auf 40%. Hierzu ist es notwendig zu wissen, dass man erst dann von dieser Steuersenkung profitiert, wenn man ein steuerpflichtiges Einkommen von 18.000 Euro oder mehr hat. Für Selbstständige und Gewerbetreibende wurde der Grundfreibetrag, also ein Betrag, welcher steuerfrei belassen werden kann, von 13% des Einkommens auf 15% erhöht. Der Familienbonus Plus, also die steuerliche Anerkennung von Kindern, wurde von 1.500 auf 2.000 erhöht bzw. wird erhöht werden. Hierfür ist es notwendig, natürlich ein entsprechendes Einkommen zu haben und auch Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer zu bezahlen, da ein Abzug von der Steuer nur etwas bringt, wenn man auch tatsächlich Steuer bezahlt. Dies ist erst ab einem mittleren Einkommen der Fall und es sind keinesfalls Niedrigverdiener, wie zum Beispiel Alleinerziehende, Frauen und Mütter, eingeschlossen. Es wäre durchaus wünschenswert gewesen, die Steuerprogression 0% von 11.000 Euro auf einen höheren Betrag anzusetzen, um hier das Existenzminimum, sprich das steuerfreie Einkommen oder das nicht versteuerte Einkommen, eben für Niedrigverdiener zu erhöhen. Im Bereich der Körperschaftssteuer ist eine Senkung von 25%, wie es derzeit ist, auf 23% angedacht bzw. angekündigt. Dadurch sollen Betriebsansiedelungen gewährleistet werden bzw. erwartet man einen dementsprechenden Aufschwung. Es wäre jedoch anzudenken, den Steuersatz von 25 nicht nur auf 23, sondern vielleicht sogar auf 20% zu vermindern. Dies würde zum einen den steuerlichen Wettbewerb zugunsten Österreichs dementsprechend stärken. Man dürfte allerdings diese Steuersenkung zum Beispiel nur in Anspruch nehmen, wenn die tatsächliche Liquiditätsersparnis hieraus zur Liquiditätsrücklagenbildung verwendet wird oder beziehungsweise in Kombination, wenn ein bestimmter Betrag, ein bestimmter Prozentsatz dieser Liquiditätsersparnis den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens zukommt. So wäre zum einen gewährleistet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Profit und der Steuersparnis des Unternehmens mit profitieren und zum anderen durch die Liquiditätsrücklagenbildung, dass die Unternehmen krisenresistenter sind und ausreichend liquide Mittel zur Verfügung haben, um eine bestimmte Dauer einer Krise durchtauchen zu können. Inwiefern die CO2-Besteuerung, welche beginnt mit 30 Euro pro Tonne und jährlich ansteigt bis zu 55 Euro je Tonne, die Umwelt positiv beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Man kann in einem ersten Schritt davon ausgehen, dass ein Liter Diesel oder Benzin sich um 7 bis 8 Cent verteuern wird. Das bedeutet, beim Tanken hat man Mehrkosten von rund 4 Euro zu tragen. Wir gehen davon aus, dass hier sehr rasch ein Gewöhnungseffekt entsprechend eintreten wird und durch diesen Gewöhnungseffekt kein Kilometer weniger gefahren wird. Darüber hinaus bekommen die Bürgerinnen und Bürger in Österreich, je nachdem, ob sie in der Stadt oder am Land wohnen, einen Klimabonus zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wie stark man auf das eigene Auto angewiesen ist. Es wäre hier viel besser und wesentlich langfristiger gedacht, wenn man nicht mit einem Bestrafungssystem oder Anreizsystem im Zuge von Klimabonus oder CO2-Steuer versuchen würde, Umweltpolitik zu betreiben, sondern im Bewusstsein der Menschen die Wichtigkeit des Umweltschutzes platzieren würde, ohne umständliche steuerliche Konstrukte zu schaffen. Es ist auch nicht beabsichtigt, eine Gegenfinanzierung dieses Steuerentlastungspaketes anzudenken, wie zum Beispiel eine Verwaltungsreform, welche durchaus wünschenswert und auch möglich wäre, sondern man geht davon aus, dass durch die zusätzlichen Betriebsansiedelungen aufgrund der Senkung der Körperschaftssteuern, der Einkommensteuern und auch aufgrund der niedrigeren Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger in Österreich der Konsum angekurbelt wird und allein aus diesen Mitteln diese Steuerreform im Gesamtvolumen von kolportierten 18 Milliarden Euro finanziert werden kann. Es erscheint wenig machbar und auch nicht logisch,
Denn hier dürfte es zu keinen weiteren Krisen, zu keinen Abschwüngen kommen, welche im ganz normalen Konjunkturzyklus immer wieder kommen und auch die Bürgerinnen und Bürger bei mehr Einkommen vermehrt zum Sparen neigen. Wie Sie sehen, die Steuerreform bringt zwar Entlastungen, hätte jedoch auch besser und günstiger angesetzt werden können, indem niedrige Einkommen noch stärker entlastet werden, indem man von Kindern im Zuge des Familienbonus Plus nicht nur profitiert, wenn man Steuer bezahlt, sondern vielleicht auch einen zusätzlichen Auszahlungsbetrag bekommt oder wenn die Körperschaftssteuer auf 20 anstatt 23% gesenkt worden wäre und der Liquiditätsgewinn, die Liquiditätsersparnis zur Rücklagenbildung und Eigenkapitalstärkung und für die Mitarbeiter verwendet worden wäre. In diesem Sinne, es bleibt abzuwarten, ob die Steuerreform nunmehr auch so umgesetzt wird oder ob es zu Anpassungen oder Adaptierungen kommt.